Ausschreibung für den Alster-Pavillon gestartet. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude soll weiterentwickelt werden mit einer zeitgemäßen Gastronomie, teilte die Finanzbehörde heute mit. Im Jahre 1799 wurde der Alster-Pavillon am Jungfernstieg 1 als erstes Eiscafé in Deutschland eröffnet. Mit etwa mehr als 80 Quadratmetern Grundfläche wurde das Gebäude seitdem mehrfach saniert und vergrößert. Seit 2001 sitzt dort das Restaurant Alex mit über 1000 Plätzen im Sommer.